Bitte, Sam, lass mich mal. So, Glubschi, was jetzt kommt, tut uns viel mehr weh als dir. War nur ein Witz. Es tut eindeutig dir mehr weh. Träum süß, Glubsch. Ich sehe alles so. Oh Mann, das war klasse. Das war klasse. Obwohl, halt, mein schurkischer Plan ist in Gefahr. Wer wagt es, sich mir zu widersetzen? Hey, das war gar nicht übel. Besser, besser. Saubere Arbeit, ihr zwei. Ich kann versuchen, ihn aus der Hypnose zu wecken. Übernimm die Kontrolle über deinen Geist. Ich glaube nicht, dass er dich hört. Klar tut er das. Er ist bewusstlos, nicht tot. Unwichtiges Detail. Besiege den Eindringling in deinen Träumen. Übernimm die Kontrolle. Was? Hey, wie komme ich hierher? Was ist denn los? Sybil? Ich heiße nicht Sybil. Ich heiße Glubschi. Puh, ja, das stimmt. Bist du okay? Wie fühlst du dich? Ich habe ein bisschen Kopfweh. Ich habe was total Verrücktes geträumt. Und da war jemand Ungewöhnliches in deinem Traum, nicht wahr? Ja, Brady Culture war da. Er hat mir dauernd gesagt, dass ich irgendwelche Sachen tun soll. Aha. Ich wusste es. Der Schuft hat dich hypnotisiert, seinen unsäglichen Willen zu tun. Was ist das Letzte, woran du dich erinnern kannst? Ich erinnere mich, dass ich in Brady Cultures Heim für ehemalige Kinderstars eingecheckt... Er hat seine eigene Klapsmühle... Wow, den müssen wir kennen. Wo finden wir dieses Heim für ehemalige Kinderstars? Oh, das ist wirklich geheim. Das darf niemand finden. Das wäre ein absoluter Skandal. Aber wir müssen es finden, um diesen Wahnsinn zu stoppen. Sozusagen. Ich würde ja gerne helfen, aber ich weiß nicht mehr, wo es ist. Aber meine Brüder vielleicht. Sie waren ja dabei. Hey, ich hab doch nichts wirklich Peinliches getan, oder? Nichts, was ich mit einem simplen Exorzismus nicht bin. Auweia! Schauen wir uns mal um. Und? Wirkt's? Ich weiß nicht. Besiege den Eindringling. Jetzt hör auf mit dem Quatsch, Riesenbaby. Was ist los? Wo ist das Klo? Er ist aufgewacht. Schnell, gacker wie ein Huhn. Nein. Sag uns, wo wir Brady Cultures Heim für ehemalige Kinderstars finden. Wir müssen den Schuft davon abhalten, noch mehr Leute zu hypnotisieren. Das Heim? Es ist Haus Nummer 227 in der... Dings da. Brilli weiß sicher die Straße. Der ist unser Navigator. Kannst du uns hinbringen? Um Himmels Willen, nein! Ich brauche eine kleine Auszeit für Nummer 1. Das hilft uns echt weiter. Wie kriege ich den jetzt kaputt? Mit einem Auto. Nee. Ich habe keine Lust, Farbe auf meinen guten Anzug. Koffeinrausch. Ihr seht... Mann, ja. Okay, Max. Bist du bereit für diese Augenfüllerei? Nein, stopp! Wir haben kein Popcorn. Ach, du ausgerenkter Alligatorkiefer in Aspik. Das war haarscharf. Schnell, es geht gleich los.
Ich bin Brady Culture. Sicher erinnern Sie sich noch an mich, den Star des weltbekannten TV-Hits Cultures Clubhouse, der 1970 sechs Episoden lang lief. Was Sie gleich sehen werden, wird Ihr Leben ein für alle Mal verändern. Sehen Sie also aufmerksam zu. Hört mir zu, ihr schnögen Philister. Ihr liebt mich. Ihr betet mich an. Ihr wollt all eure Kinder nach mir benennen. Ich liebe dich. Ich bete dich an. Ich will all meine Kinder nach dir benennen. Sam, sieh doch. Optimaler Durchblick von wegen. Das Video hat Jimmy Zweizahn hypnotisiert. So gefällt er mir viel besser. Wir müssen diesen Brady Culture finden und ihn unschädlich machen, bevor er jeden Käufer billiger Selbsthilfevideos hypnotisiert. Kriege ich seine Haare, wenn wir mit ihm fertig sind? Nur wenn du sie an die Leine nimmst. Na gut, dann speichern wir mal ab. Leer. Andy.